Hallo Leute und herzlich willkommen. Hier ist wieder Navigator. Und da jetzt ja Halloween irgendwann mal bald vor der Tür steht, wahrscheinlich bei euch näher als bei mir jetzt, weil es ein bisschen dauern wird, bis das Video freigeschalten ist. Na okay, so viele Videos habe ich jetzt gar nicht auf Vorrat. Das wird wahrscheinlich recht bald freigeschalten sein. Aber ein oder zwei Tage habt ihr dann schon noch. Ihr habt ein, zwei Tage weniger bis Halloween als ich. Ja. Halloween, deswegen Thanatos mit dem schönen Skin. Hier Jack-O-Lantern als Player-Icon. Gibt's, wenn man, wenn man dieses Wochenende einen First Win of the Day hat, gab es dieses Item. Ich hoffe, ich werde mich nicht komplett blamieren, wird etwas besser sein als der Bagger. Hoffe ich. Wahrscheinlich nicht. Aber da er keinen Skin hat, kann ich ja hoffen, dass er einfach nur mal Bagger ausprobieren will. Man kann nämlich, wer es nicht weiß, dieses Wochenende auch alle Götter frei spielen. Für euch wird es jetzt zu spät sein, weil das Wochenende wird hundertprozentig vorbei sein. Das ist jetzt nur noch heute und heute kam schon ein Video raus. Das dürfte dann das Video von Dienstag werden. Wenn es jetzt nicht komplett im Arsch ist und ich es weglasse. Aber ja. Ich müsste auch mal schauen, wie dieser Kopf genau aussieht. Den will ich zu Halloween basteln und mir vor die Tür stellen. Oder halt schön Kürbis holen, den ich dann aushöhle und dann so hinstellen. Fände ich cool, aber unwahrscheinlich. Ja. Ja, was ich vorhin gesagt habe, sieht man jetzt rechts unten bei Circuit. Diese Stahlklauen, die sie da hat, so Cyborg-mäßige Adaptionen, sehen halt recht ähnlich wie Bagasuras Riesenmittelfinger. Keine Ahnung, was das sind. Ja, wahrscheinlich Elle oder Speiche, die einfach deutlich verlängert ist und davon aus der Hand rausragt. Erinnert mich so ein bisschen an, ja, Wolverine, X-Men, die ganzen Leute. Wolverine hat ja die drei Knochen, die er zwischen seinen Fingern, also zwischen Zeige, Mittel, Ring und kleinen Finger rauswachsen lassen kann. Drei Knochen, die aus so einzelnen Fingerfragmenten zusammengesetzt sind, recht lang sind, spitz. Hat er früher, die wurden dann zu Metallklingen gemacht. Sein Bruder kann die Fingernägel so lang und krumm werden lassen und hat dann solche richtigen Klauen. Und es gibt gegen Ende von Wolverine, der Film, gab es jemanden, der konnte, der hatte früher mal zwei Katana. Da er aber zu viel geredet hat, hat man ihn einfach umgebracht, zu einem Zombie gemacht, seinen Mund zugenäht. Und ja, seine zwei Katana kommen jetzt, ähnlich wie bei Wolverine, der Knochen rauskommen lassen hat, kommen bei ihm halt diese beiden Katana jetzt aus der Hand raus. Wenn er zuhaut. Kauft man sich hier eigentlich auch? Hat das irgendeinen Sinn? So, ich weiß nicht, Wacker wird sich jetzt höchstwahrscheinlich Damage holen. Ja. Ja. Nehme ich mehr Speed. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Finde ich auch ganz gut. Wenn ich den mal treffen würde und der beide da und so rumspringt. Und er hat keinen Mann am L, sehr klar. Ah, ich glaube davon, wenn man anfangen zu lange, als der Typ da seine Skills einsetzt. Denn, ah, schade. Das wäre fast was gut gewesen. Ich weiß, ich sollte nicht ganz so. Ich habe das Gefühl, es wird First Blood, was ich hier mache. Nein, ich sollte nicht versuchen, sie jetzt zu erwischen. Ich habe lieber aber mit der Axt in der Hand. Ja. Sage ich Axt. Sichel. Beil. So, ein Gegner ist gestorben. Ich habe ganz kurz das Pumpen von seinem Herz gehört. Der nächste pumpt und schon wieder einer. Er pumpt. Was ist das für eine blöde Aussprache? Ich weiß. Und der erste von uns stirbt. Der zweite gleich. Und der dritte auch gleich. Ja, der dritte stirbt auch gleich. Zweimal nicht da und ja. Auch schön, dass wir wieder nur. Nein, okay, das sind jetzt doch fünf. Aber wir waren anfangs immer nur vier. Ich weiß nicht, ob lange war. Da macht schon wieder was Schaden und oh nein. Oh. Ja. Das war's dann jetzt auch schon wieder.
mach keine zu großen Sprüche dann, Alter. Das läuft grad scheiße. You are impressive. Nein, shit. Das war's mit mir. Nicht? Nicht? Wer ist das? War die sich doch nicht lustig, weil ich versucht habe, einen Kill noch zu kriegen. Oh Mann. Oder meint die nur wahr? Könnte das nicht auch sein. Ja, komm! Ja. Keine Chance, irgendwie Kill zu kriegen. Ja, jetzt komm wirklich, warum auf mich? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gespielt. Das wird mir jetzt langsam klar. Ja, ich habe meine Zeit versucht, mit ihm Pentakill zu kriegen, da war ich ziemlich gut, aber dann irgendwie war es dann auch wieder. Was habe ich eigentlich irgendwo noch? Die Items habe ich, okay, kann ich jetzt nicht irgendwas kaufen, was billiger als Bloodforge ist. Bloodforge ist nämlich dann doch recht teuer. Das ist für ein Starter. Und irgendein Depp kann mal wieder nicht Englisch reden. Ich soll nicht alleine rumlaufen, das ist auch nicht immer gut. Das ist meistens überhaupt nicht gut, wenn man alleine rumläuft. Da wieder Gold drauf. Ja! Geil! Und... Nein! Na, da ist er weg. Wenigstens etwas... ...hab ich ihn noch verjagt. Ja. Tun sie trotzdem nicht, auch wenn ich mir ein paar Items kaufe. Sind ja eh alles Immortals, bis auf die Minions da. Ja cool, ich krieg schon wieder kein Kill. Ich liebe sowas. Ah shit, ich level auch natürlich die falsche. Wenn man einmal keine Kills kriegt, dann kriegt man das ganze Spiel lang keine Kills. Das ist irgendwie immer so. Dauert dann, bis man ganz am Ende coole Items hat und erst dann kriegt man wieder irgendwelche Kills. Ich habe die drei. Warum habe ich jetzt die drei gelevelt? Das ist total Schwachsinn. Ja, danke! Auch immer dankbar für diese. Ja, klasse! Und Ebola lasse ich das nächste Mal aber sterben, wenn er irgendwie Hilfe braucht. Das sage ich euch. Das ist mir dann scheißegal, aber ehrlich. Ich hätte die 1 schon wieder leveln können, aber wenigstens habe ich jetzt die 2, nicht die 3 gelevelt. Jetzt! Oh! Wirklich! Wegen so ein Scheiß setzen sie ihre Ulti ein, nur um jetzt die Kill noch hundertprozentig bekommen. Ja, okay, jetzt. Das war klar, dass er jetzt in den geht. Aber jo. Danke, Packer. Und zu spät, bedankt. Sichel, Sense eigentlich. Ulro hat Äxte. Und, Sichel hat. Kronos hat eine Sichel. Oder? Ja, Kronos hat eine Sichel. Auch wenn er eine Uhr drin ist. Komm, hier ist doch da irgendwo, oder? Ein Enemy has been...
mal wieder klar. Geheim und schicke jetzt Ulti raus. Nein, die sind zu weit weg, schade. Ja, wenigstens etwas. Oh, shit, das ist wirklich. Hilfe, Hebo, aber naja. Oh, ich weiß, ich sollte ihm alles auf andere schieben, aber es nervt halt. Wenn man jetzt schon wieder 9 Assists, das muss einfach nicht sein. Ich weiß, aber irgendwie. Es ist halt echt so, wenn jemand am Anfang ein paar Kills abkriegt, der sammelt die dann schön bei sich. Und ja. Der Rest sammelt halt die Geißel. Es nervt mich aber nur, weil ich normalerweise recht gut bin mit denen, die ich spiele. Und das kann ich eigentlich mal extrem gut war. Also, ich glaube, bloß aus meiner Quarterkills habe ich mit Hunters gemacht. Double Kill. Ja, hat man nochmal Mr. Random gehört. Ich weiß, er ist random, aber ich nenne ihn irgendwie alle random, also. Und wieder sind sie alle weg, die Minions, die man töten will. Welche Kombo, keine Ahnung, welche Kombo der meint. Okay. Kann sein, dass sie krank ist. Wen haben sie denn? Kuppelt, ja. Kuppelt, Odin, Agni, das ist natürlich echt hart. Da Kombo reinhauen. Merkur kann halt schön durchlaufen, sich dann welche holen. Agni kann sein Ultis reinschießen. Ja, Agni ist eigentlich kostenlos sind für ihn. Na, schade. Hey, wenigstens mache ich Hebo Schaden. Ist auch eine gute Sache. Und ich bin weg. Ist ja nichts Neues, das Schwert. Nicht wirklich. Oh, Scheiße, das wird echt peinlich. Odin einhauen, wo ich echt nichts. Sitze ich jetzt schon hier unterwegs, das nervt. Ich treffe mal wieder eine Minion. Schönes Hit, was ich da habe. Ja, Last Press hat mir so viel gemacht. Cataclysm ist, glaube ich, passiv und Rückpasskiss ist der Taunt, ja. Ich hatte aber nur noch wenig Leben, glaube ich. Ich habe insgesamt wenig Leben. So, 670, die habe ich jetzt wenigstens. Ich möchte mal meine Ulti-Power mal einsetzen können. So, ich hätte mir jetzt hier. Die laufen halt alle weg, das ist gemein und die steht da, ich weiß es. Wenigstens etwas geschafft. Ich weiß das, aber. Wird mich verarschen. Nice job. Ja. Es gibt Götter, die hasse ich mittlerweile. Darunter können Janus und Hebo.
Freya auch ein bisschen, aber es geht noch. Es ist jetzt nicht. Früher war es ganz schlimm mit Freya, aber so Leute wie Janus und Tepo, die sind dann noch schlimmer. Tepo war einfach immer. Noch mal kurz ein Skill hinterher. Alle Wennen. Wennen. Aokwan, Kill bekommt. Ganz klar. Der hat ein Bleeding Damage. Jetzt ist er zwar der hat ein Bleeding Damage, der macht da einfach unkontrollierten Schaden. Kann er nichts dafür. Merkur, Attacke ist langsam. Das war's. Aber halt Sachen wie Hebo, der hat halt immer irgendwie eine Attacke gereicht, um sie zu setzen. Auch wenn es ist, dass er ne, mit der Ulti hinterher rast. Kann auch mal sein, aber. Na. Sollte auch nicht so meckern und mehr aufs Kämpfen konzentrieren. Ja, halt gesehen worden, das war einfach. Wie soll ich den ihnen jetzt abgenommen? Nice job. Ja, das Entjumpert wäre auch klar. Da will ich nicht. Mit Kuppe, das war jetzt gerade echt krass. Einfach beide mit so viel Lifesteal drin, dass wir uns gegenseitig wieder hochgehalten haben. Wobei er wahrscheinlich ein bisschen mehr hatte, oder? Ja, der hat Aschi noch. Ah, der hat nur Aschi, aber okay. Ich dachte, er hat auch noch schöne Sichel. Die sind nicht hinter ihr her. Warum hat das die jetzt nicht da gestunt? Könnt ihr mir das verraten? Die stunt doch normalerweise. Stun Duration eine Sekunde. Hat sie wahrscheinlich nicht mehr so erwischt. Durch den komischen Rush da jetzt rausgekommen ist. Warum sollten wir jetzt so rennen? Okay, ist die Scheiße ausgekommen, aber okay. Die ist halt nur Scheiße. Ich fühle mich gerade irgendwie echt verarscht. War einfach nichts drin, wir sind wirkt oder irgendwas machen. Darum! Ich mach die Sachen auf sie und sie kommt aber unten beschadet davon. Naja, muss ich mal ein bisschen lernen, um sie besser zu spielen. Krieg ich hoffentlich bis Halloween Chat aufmachen. Ja. Der ist aber auch nicht der Schlaueste. Dann wird jetzt mit Wasser getötet. Müssen wir das verstehen. Wie er ganz alleine war. Ein bisschen Leute man sie. Ich würde jetzt mal ein bisschen zurückgehen. Meine ich habe das eigentlich mal dein Kiebel. Ja, schön, dass auch der letzte ist, der gestorben ist. Naja. So, leider verloren. Muss ich ein bisschen üben. Dass es besser läuft und hat wandern lassen. So, jetzt ist die Hut wieder normal. Funktioniert nicht so, wie er will, der Thanatos. Das soll in den Rücken kratzen. Ich will die Sense nehmen und damit dem Ober den Rücken kratzen, aber okay. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, man sieht sich dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute.